Hallo zusammen, ich habe hier einen kleinen Kompressorkühlschrank. Also wenn ihr vorhabt, euer VW-Bus, auch ein Mercedes Vito und so weiter auszubauen, dann braucht ihr einen Kühlschrank. Und dann ist das Thema, was mache ich rein? Entweder so einen kleinen Kühlschrank oder eine Kühlbox, das habe ich auch. Aber dieser kleine Kühlschrank hier mit 50 Liter, ist klein, kompakt, aber ist natürlich so, in so einem kleinen Bus habe ich nicht unbedingt so viel Platz. Und hier habe ich dann ein kleines Tiefkühlfach. Es ist ein Eisfach, geht nur bis minus 12. Das könnte ich aber rausnehmen, zwei Schrauben lösen. Da habe ich mehr Platz. Ich habe unten so eine kleine Gemüseschale drin und ein Tablet. Und so habe ich einen 12 Volt Kühlschrank. Und dieser Kühlschrank kann ich dann über eine Batterie betreiben. Wir sehen hier, wir haben hier die Belüftung, hier kommt die Luft an, hier am Kompressor vorbei und ein Secop Dampfos oder Dampfos ehemals, heute Secop Kompressor drin, ein BD35, der meistverbaute Kompressor auf dem Weltmarkt. Wenn ihr so eine Batterie im Wohnmobil verbaut habt oder im Bus als Zweitbatterie, dann könnt ihr diesen Kühlschrank mit dieser Batterie zwischen 5 und 6 Tagen betreiben. Ohne dass ihr fährt, ohne dass ihr nachlädt, zum Beispiel mit einem Solarpanel oder einer Solartasche oder einem Koffer und noch Kaffeemaschine und was es sonst noch für Verbraucher gibt. Also rein für den Kühlschrank könnt ihr eine Woche leben. Eine Woche, 5 Tage, ist keine Woche. Ist ein Einbaukühlschrank, wir haben hinten kein sauberes Gehäuse, also ideal zum Freistellen aufzustellen ist er nicht. Er ist wirklich konzipiert für den Einbau. Dieser Kühlschrank gibt es momentan nur als Rechtsversion, also die Türe geht so auf. Linksversion haben wir noch nicht. Diese Version ist so am Lager, der Preis mit 700 Schweizer Franken, denke ich, für einen 12 Volt Kompressor Kühlschrank mit diesem Kompressor kann sich sehen lassen. Diesen Katalog hier, den verlinke ich euch unten im Videobeschrieb. Klar, logischerweise ist er auch auf der Homepage. Die Geräte sind im Lager, ihr könnt theoretisch vorbeifahren und sagen, ich will so ein Teil kaufen. Wir sind in Deutschland höher mit den Verkaufspreisen, weil wir in Deutschland Zoll haben. In der Schweiz haben wir kein Zoll, weil wir haben ein Zollfreihandelsabkommen mit China. Das heißt, die Schweiz darf ohne Zoll nach China liefern und wir können ohne Zoll in China beziehen. In Deutschland, wenn ich also einen Kühlschrank in der Schweiz habe und nach Deutschland exportiere, muss ich zwischen 2,5 bis 4% Zoll zahlen. Wir haben in der Schweiz 7,7% Mehrwertsteuer, in Deutschland haben wir 19% Mehrwertsteuer und durch das haben wir einen höheren Verkaufspreis in Deutschland als in der Schweiz. Also wenn jemand sagt, ich hole das Teil in der Schweiz, ich fahre in die Schweiz und packe das ein und dann müsst ihr es am Zoll anmelden, weil die Zollfreigrenze liegt bei 300 Euro, was ihr ohne Verzollung in Deutschland einführen könnt. Ja gut, dann nehme ich halt Frau und Kinder mit. Nee, das ist pro Stück. Das heißt, es ist ein Kühlschrank. Und dann müsst ihr, es geht nicht, einfach zu sagen, das ist dann Freigrenze, wenn ich zu dritt komme. Und wenn ihr das bei euch im Bus reinstellt und einbaut hier in der Schweiz und dann über die Grenze fährt, ist das Steuerhinterziehung. Punkt. Wollte ich noch mal so gesagt haben. Wir liefern die auch in Deutschland. Wir haben ja ein deutsches Lager. Momentan, zum jetzigen Zeitpunkt, haben wir in Deutschland kein Stück am Lager. In der Schweiz ja, aber wir haben 2 bis
ein- bis zweimal jetzt im Winter, einmal pro Woche eine Werksverzollung. Das heißt, die Lieferfrist auch in Deutschland beträgt circa eine Woche. Also am schnellsten geht es immer noch, wenn ihr zu uns fährt und das hier in der Schweiz abholt. Ich verlinke euch ein Video über einen größeren Schrank, den 60 Liter oder 65 Liter. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.